Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Final Fantasy VII Remake Infovideo. Die Infos wollen einfach nicht abbrechen, was ich natürlich richtig geil finde. Und zwar wurde gestern bei der E3 noch etwas gezeigt, was völlig an mir vorbeigegangen ist und vielleicht dem einen oder anderen von euch auch. Und zwar gibt es noch einen Teil der E3, wo ein bisschen was gezeigt wurde, und zwar circa 4-5 Minuten aus dem Kampf. Das könnten ungefähr 50-70% der kompletten Kampflänge gegen den Skorpionswächter sein. Also, ihr seht eine Menge Kampfmaterial wirklich aus dem kompletten Fight des Skorpionswächters. Man sieht viele Details, wie dynamisch das Kampfsystem jetzt eigentlich wirkt. In einzelnen Zusammenschnitten wirkte das vielleicht gar nicht so schnell, wie es tatsächlich ist. Man sieht zum Beispiel, wie auch das Active Time Battle System funktioniert, was man damit alles anstellen kann. Der taktische Modus, was alles verlangsamt, wird gezeigt, wie man sich heilt und so weiter. Oder taktische Entscheidungen. Greife ich zum Beispiel den linken oder den rechten Arm oder das Bein, sage ich jetzt mal, von dem Skorpionswächter an. Viele verschiedene Sachen. Und wer jetzt in dem Trailer gerade vielleicht steckt und feststellt, scheiße, das Kampfsystem ist wirklich mega, mega schnell, wie soll man sich da so schnell zurechtfinden, dem wird in diesem Video natürlich auch noch Abhilfe geschafft. Das finde ich richtig geil, denn bevor der Trailer zu dem Gameplay gegen den Skorpionswächter gezeigt wird, führt ein Moderator durch ein, ich sage mal, Training. Man sieht Cloud in irgendeinem riesen Raum in der U-Bahn-Station und da stehen 2-3 Soldaten völlig wehrlos da. Man kann das komplette Kampfsystem richtig in Ruhe testen und auf die Soldaten einhämmern. Man kann sich das ATB-System in Ruhe reinziehen. Man kann dieses taktische Menü aktivieren, dass das alles in Slow-Motion passiert, wie man Zauber aktiviert, Items benutzt und so weiter. Und nach der Trainingssequenz werden noch ein paar allgemeine Szenen vom Kampf gezeigt. Das Kampfsystem wird näher erläutert auf Englisch. Dann gibt es noch ein paar japanische Kommentare. Das meiste ist aber auf Englisch. Richtig viele kleine Details zum Kampf. Was ich richtig geil finden würde, wenn dieses Trainingssystem natürlich auch ins Originalspiel 2020 finden würde. Das würde ich richtig geil finden. Und eine Neuerung im Kampf habe ich auch noch entdeckt. Man sieht später, hups, ich verschiebe hier das Falsche, sieht man jetzt auf dem Bild leider nicht. Man sieht über dem Kopf des Skorpionswächters eine Lebensanzeige, ein Lebensbalken. Das gab es im Original von 97 nämlich nicht. Wenn man da rausfinden wollte, wie viel Energie ein Gegner noch hat, brauchte man eine lästige Substanz, eine gelbe namens Erkennen. Erkennen ist eine Substanz, die konnte man auf den Gegner schmeißen, hat man rausgefunden, wie viel Energie, wie viel MP und so weiter die hatte. Es gibt aber deutlich wichtigere Substanzen, für mich einfach Platzverschwendung gewesen. Finde ich richtig geil, dass man da jetzt sieht, wie viel Energie ein Gegner vorab schon hat. Und was wollte ich eigentlich noch sagen? Ja, das könnte natürlich auch sein, dass der Trainingsmodus in Verbindung mit diesem Kampf gegen den Skorpionswächter sogar die spielbare Demo auf der E3 sein könnte. Ist für mich eine Vermutung oder für mir eine Vermutung. Wie gesagt, wer noch nicht weiß, dass es auf der E3 eine spielbare Demo gibt, das ist tatsächlich so. Soll kurz nach der E3 auf der PlayStation erhältlich sein. Deswegen hoffe ich, dass das inhaltlich vielleicht sogar so ist. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Ich lasse euch jetzt mit den Bildern des Videos alleine. Geht ca. 8 Minuten. Zieht euch das bis zum Schluss rein. Das wäre richtig, richtig edel. Danach könnt ihr mir gerne einen Daumen und ein Abo da lassen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Gerne auch ein paar Kommentare, was ihr von dem Kampfsystem haltet, was ihr euch vielleicht noch wünscht. Würde ich richtig, richtig toll finden. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. With strategic command-based combat. For starters, each press of the square button is a swing of Cloud's Buster Sword. Cloud attacks, dodges, and blocks all in real time. His standard attacks do some damage, but they barely scratch the surface of Cloud's true potential. Succeeding on the battlefield requires much more than just hacking and slashing. Cloud needs to be tactical. He needs ATB. Two ATB bars are displayed in the lower right. These fill up slowly over time, but fill much faster as Cloud lands standard attacks. Once an ATB bar is full, you can enter tactical mode, where time slows to a crawl and you have the opportunity to choose actions from the command menu.
Katase-san, I've had the pleasure of seeing quite a bit of the game, but tactical mode never gets old for me. I could just sit here all day long and watch this beautiful slow motion action. あの観客の皆さんはね、おそらくね、他の部分ももう少し見たいのではないかと思いますが、皆さんいかがでしょう? I think the audience would like to see more. Isn't that right, everyone? Fair enough. Good point, good point. Yeah. Well, once in tactical mode, you can choose to perform various abilities, such as Cloud's Braver attack. Using an item in battle will deplete an ATB charge, and if Cloud has the right materia equipped and enough MP, he can use ATB charges to cast spells. Of course, this being a remake, we're sure to see some familiar faces. With the use of his iconic gun arm, Barret is able to target enemies at a distance. Barret's standard attacks generate ATB charges similar to Cloud, but his abilities are entirely different. Switching between characters in combat is done with a single button press, which makes rotating through party members a snap. Speaking of other party members, Katase-san, when are we going to see Tifa in action? Maybe soon. Soon. All right. Characters will continue to fight even when you're not controlling them directly, but it's up to you to choose how and when ATB charges are used. You can maximize your effectiveness by switching between characters or issuing commands to characters with full ATB bars. Every enemy has a focus gauge that fills up as you do damage. When the gauge is full, the enemy becomes staggered and you'll deal bonus damage. Tactical mode evokes the command selections from the original Final Fantasy VII and allows players to enjoy battle while taking the time to think strategically. For players who prefer fast-paced action, abilities and spells can be bound to shortcuts for immediate execution. Shortcuts make combat extremely dynamic, but the choice of using them is entirely up to you. Right, Katase-san? そうですね、プレイスタイルに合わせて楽しめるゲームになっていますので、ぜひご期待ください。That's right. The game has been made so that you can choose how to play. I hope players get excited about this. Well, that's a brief introduction to combat in Final Fantasy VII Remake, and we look forward to showing you a whole lot more in the coming months. For now, let's see how Cloud and Barret do against a more formidable foe. Damn it.
to breathe. Fuck all of it! Strike now, before it fires again. Come get some. Hey, it's doing that thing again. Find cover and hunker down. Again and again and again. Now, get in there! Damn thing showed you how it's done. Come on, we've got to move. Please welcome Tetsuya Nomura, director, Final Fantasy VII Remake.